Mikrofon läuft, Soundcheck. Ja, es begab sich zu einer Zeit, in der Corona kein Bier mehr war, sondern ein Virus. Wir schreiben das Jahr 2021 und drei bekloppte Cousins haben die verrückte Idee gehabt, mit dem Fahrrad durch Skandinavien zu fahren. Von Kristiansand. Durch Norwegen nach Stockholm. Willkommen zu Cutting Off the Tip. Roll Intro. Ja, ihr seid vor mir losgefahren. Ja. Ich war noch in Augsburg, hab noch Klausuren geschrieben. Du bist in Liechtenstein losgefahren. Richtig. Du bist in Herzogenaurach auch losgefahren. Genau, nach Nürnberg. Dann haben wir uns am nächsten Tag in Nürnberg getroffen, am Omnibusbahnhof in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und dann seid ihr von Nürnberg mit dem Flixbus. Erstmal nach Berlin, dann habt ihr da Berlin. Drei, vier Stunden oder so was. Nacht um 19 Uhr, 21 Uhr oder irgendwie sowas, oder noch später, Richtung Hamburg abgedüst. Jetzt an meinem Video. Wir sind jetzt im Flixbus nach Hamburg. Stressige Geschichte. Noch Steph und Paul getroffen. Naja, nicht so schlimm eigentlich. War eigentlich ging eigentlich gut. Gestresster Niederländer da draußen. Ja. Jo, jetzt beginnt das tatsächliche Abenteuer. Wir sind jetzt hier am Hamburger Hauptbahnhof. Völlig planvoll. Völlig planvoll, richtig. Ja, doch. Ja, wir haben tatsächlich einen Plan. Wir finden ja gerade manche Komponenten. Wir suchen gerade nach dem Klo. Dürfte eigentlich so schwierig sein. Ist aber alles zu. Also es ist nachts um zwei, muss man noch kurz anmerken. Ja. Wir sehen ganz schön frisch aus dafür. Ja. Na, jetzt gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Long story short, wir haben dann uns dafür entschieden. Ihr habt euch erstmal Reifen kaputt gemacht. So, jetzt haben wir 2.35 Uhr. Unser Zug geht in ungefähr 10 Minuten oder in 12 oder sowas. Hier von dem Gleis. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich den ersten Platten habe. Yeah, yeah, yeah. So wonderful. Wir haben uns da vorher noch, glaube ich, Wasser und irgendwas zu essen haben wir uns noch gekauft. Und dann um 2.45 Uhr oder irgendwie sowas ging es weiter mit dem Zug. Genau. Mit einem Plattenreifen. Ah ja, Richtung Kiel. Richtung Kiel, genau. Alright, this is check-in number four, maybe. I don't know. I lost count. Like, yeah, okay. We're just doing so much right now. Right. You know. Okay, so let's be serious. Wir sind kurz nach 5.30 Uhr in Kiel. Yeah. What the hell? Und schauen wir uns doch einfach mal diesen pretty sunrise an und diesen pretty boy hier. Ja, genau, und hier sind so Schiffe so. Und der Zug fährt wann? 6.49 Uhr. 6.49 Uhr, davor haben wir noch einen 6 Uhr Termin auf der Toilette. Sehr richtig. Einen festen Termin. Stimmt. Termin? Ja, weil nirgendwo haben wir eine Toilette gefunden und die in Kiel hat auch erst um 6 Uhr aufgemacht. Hm. Ach so, okay. Deswegen haben wir gesagt, wir haben um 6 Uhr einen Termin in der Toilette. Wir einhalten müssen, genau. Und dann geht's Richtung Flensburg. Yeah. Okay, bis denn. Ach, schön. Dann ging's weiter von Kiel aus Richtung Flensburg. Das war der erste Zug morgens dann nach Flensburg. Dann ging's los. Ab Kiel hatten wir dann die Mission, was zu essen zu finden und uns dann nochmal irgendwo hinzulegen. Flensburg. Weil wir keinen. Meine ich, Flensburg, ja. Und dann sind wir am selben Tag noch 60 Kilometer weitergefahren. Die 60 abgerissen und dann haben wir gesagt, okay, dann waren wir an einem wunderschönen Campingplatz. So, der Chef hat gekocht, würde ich sagen. Es gibt Bulgur mit Linsen und Scallions und so einer Biata-Soße.
Ja, und vielen, vielen Dank. Vater und Peter gehen raus für alles Aber für alle, für diesen Hammer Limoncello, den wir hier schlürfen, nach einem 110K-Tag. Schönen Abend noch, ne? Anslitzstrand, Campingplatz. Und sind am nächsten Morgen sind wir raufgefahren nach Kolding, von Kolding mit dem Zug nach Aarhus. Nach Aarhus, gell? Ah, nee, ich glaube. Doch, Aarhus rein. Und dann von Aarhus noch weiter rauf. Mensch, Simon, guck mal. Die Kirche. Lass mal reingehen. Was, wie sagt man? Lass mal singen. Nee, das singen tun wir nicht. Aber ja. Na gut. Relativ starker Wind am nächsten Morgen. Coole Radwege. Boah, das war sick, ja. Da haben wir hier die absolute Idylle mitgenommen. So kann Dänemark auch. Checker-Nummer wissen wir nicht. Wir haben heute nicht viel gefilmt. Darf ich viel gefahren? Das ist der Ausblick. Und da fahren wir runter. Wie viele Kilometer machen wir heute? 110. Ungefähr 110K. Plus Zugfahrt. Plus Rail-Kilometer. Nicht schlecht. Das läuft. So, jetzt müssen wir hier einmal genießen. Wir melden uns wieder. Ich glaube Kaffee. Weißt du, in Aalborg sind wir dann raufgefahren und haben ewig versucht, irgendwas zu finden. Ja, das war richtig eklig. Eigentlich hatten wir den Plan, in Aalborg zu stoppen und irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee zu trinken oder was zu essen oder sowas. Und dann haben wir leider nicht die erstbesten Möglichkeiten genommen, weil das relativ touristisch aussah. Und haben uns dann dafür entschieden, ja komm, fahren wir mal weiter, kommt schon noch was. Es kam nichts. Und dann kamen halt irgendwelche Residential Areas, die wir gar nicht kapiert haben, warum da jetzt nicht an irgendeiner Ecke irgendeine Bäckerei oder irgendwas ist. Und irgendwann haben wir dann doch was gefunden, haben dann zu Mittag gegessen. Da war die Stimmung auch relativ low, sehr, sehr unterzuckert. Aber danach ging es geradeaus an wieder der Schnellstraße entlang. Hat man am Ende Rückenwind. Erstmal Richtung, ja genau. Und dann richtig reingeknallt. Die letzten 20 Kilometer waren ein sehr, sehr guter Speed. Das waren irgendwo north of 32 km, 35 km, 38 km, irgendwie sowas. Was? Durchschnittsgeschwindigkeit? Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, wir haben richtig geknallt. Die letzten 20 haben wir richtig geknallt. Da waren die Spirit auch wieder richtig weit oben. Wir hatten gut gegessen nochmal und das Ziel war halt in Reichweite. Simon, gib mir mal ein Surferzeichen! Der Tal! Der Wind ist sehr schön, aber wir auch. Ganz wichtig, in Augsburg noch Corona-Test gemacht. Weil den braucht man ja für die Ferien. Die Grenze überschreiten. Für die Grenze, richtig. Mein Corona-Zertifikat, mein Impfzertifikat hat irgendwie nicht funktioniert. Der Betreiber der Fähre hatte, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher die Bestimmung geändert.